Magen. Ah. So, mit etwas Verspätung. Ah. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Freiheit im Geist und dass wir echt dankbar sein können, dass wir hier die Wahl haben ja, uns für Gott zu entscheiden. Ja, und danke für die Verwirrung. Manchmal ist es doch gut, irgendwie Verwirrung mitzukriegen, um zu merken, ah, okay, ich brauche mich nur neu ausrichten. Wie gut, dass wir die Wahl haben. Die Lektion von heute so genial und so hilfreich da drin. Alle Ideen, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. Ja, weil genau das die, ja, das ist der Grundgedanke. Das ist der Grundgedanke, dass wir Erlösung finden können. Weil ich wähle, was ich sehe. Und weil es mir einfach nur, ja, weil es mir immer das spiegelt, was ich sehe. So kann ich erkennen, wo bin ich hier gerade unterwegs. Und dann mache ich mir, ja. Dann habe ich irgendwie eine Idee und dann denke ich, ich will das haben. Und das ist dann, wie die Welt hier vor meinen Augen entsteht. Die Welt, die ich mit meinen Körperaugen sehe. Komme immer wieder gerade dahin zurück, dass es einfach, dass wir irgendwie echt so verwirrt sind da drin, dass wir denken, wir sehen hier alle das Gleiche. Also vielleicht auf in gewisser Hinsicht schon, wenn wir irgendwie ähnliche Wünsche haben. Aber sogar wenn ich irgendwie denke, ich habe recht, dann wird mir natürlich irgendwie der andere das bestätigen. Weil es einfach nur meine Welt ist, die ich hier mache. Es ist meine Kreation, es ist mein, so gesehen, meine Schöpfung. Und von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt. Na, aber ich denke, dass ich hier irgendwas haben könnte, was mich hier glücklich macht. Was mir die Welt hier gibt.
Ja, und vom Urteil kommt eine verurteilte Welt. Und das ist gerade auch echt nochmal so spannend. Also ich finde gerade, dass es so Spaß macht zu üben, nicht zu urteilen. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich doch wieder geurteilt oder mich oder irgendwen anders, ist es ja irgendwie egal. Okay, dann kann ich. Also auch darüber wieder nicht zu urteilen, weil das ist ja das, wo wir uns dann so rein verstricken oft. Wenn ich so denke, okay. Oh, ich habe ein Urteil, also ich habe hier irgendwie gerade was über was geurteilt und mich nicht wieder dafür zu verurteilen. Also, okay. Ich lerne hier. Ich bin ein Schüler. Und aus vergebenen Gedanken entsteht eine sanfte Welt, erbarmungsvoll dem heiligen Sohn Gottes gegenüber, um ihm ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann, bevor er weiterreist und seinen Brüdern helfen kann, mit ihm voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott zu finden. Vater unser, deine Ideen spiegeln die Wahrheit wider und die meinen getrennt von den deinen erfinden nur Träume. Lass mich erblicken, was nur deine widerspiegelt, denn deine und nur die deinen begründen die Wahrheit. Ja, ich hatte heute Morgen in meiner Meditation, in meiner Stille, echt so, okay, ich gebe dir mal alle Gedanken. Ich gebe dir hier alle Gedanken, die ich gerade habe, von denen ich vielleicht sogar gar nicht, oder wo mir gar nicht bewusst ist, dass die irgendwie in meinem Geist sind. Aber es ist ja einfach wirklich. Diese totale Widerspiegelung von allem, was ich sehe, ob mir das jetzt bewusst oder nicht bewusst ist. So, und ja, einen Moment in die Stille zu gehen, und ich würde euch gerade einladen, das gemeinsam zu tun. Für einen Moment deine Augen zu schließen und bereit zu sein, für einen Moment alle Gedanken und alle Ideen, die du hast, loszulassen. Okay, ich öffne mich hier, Heiliger Geist. Du kannst sie irgendwie total gerne dann wieder hernehmen, aber mal so für einen Moment irgendwie dich auf das Experiment einzulassen, sie für einen Moment loszulassen und mal zu schauen, was du erfährst. Was für dich erfahrbar wird in deinem Geist. Echt so bereit zu sein, okay, ich weiß gerade gar nichts und es ist okay. Ich gebe alle Gedanken und Ideen dir.
weiß ja nicht, was ich sagen und tun und denken soll. Ich lasse für einen Moment alle Gedanken und Ideen los, die ich habe. Darüber, wie die Welt funktioniert, darüber, was ich bin, darüber, dass ich irgendwie hier gerade dieses oder jenes Problem habe und ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Was auch immer es sein mag. So, ich gebe dir das Gesamtpaket. Und dem, was ich denke, wie das hier funktioniert. Wie die Welt funktioniert, wie ich funktioniere. Und ich bin für einen Moment bereit, anzunehmen, anzuschauen, was du mir hier zeigst. Bereit zu sein, dass ich es nicht weiß. Das ist wie Kleiderschrank ausmisten oder Dachboden entrümpeln oder Keller ausräumen. So, es braucht zuerst unsere Bereitschaft, hier echt was loszulassen. Platz zu schaffen, mich von Altem zu lösen, damit hier der Heilige Geist wirken kann, damit was Neues reinkommen kann.
Und es ist so cool, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Gefühl, wenn du das Haus aufräumst, die Wohnung aufräumst, dein Zimmer aufräumst, mal alte Schränke aufmachst oder alte Kartons öffnest und mal reinschaust und sagst, okay, was ist das? Was ist denn da eigentlich drin? Meistens wissen wir ja noch nicht mal, was da alles drin ist. Und dann ist das ist echt eine, ich finde das immer eine super Gelegenheit zu schauen. Ich meine, also meistens sind das ja so viele Dinge, die da so dranhängen. Ne? Es ist ja ganz oft, ist es ja irgendwas Emotionales, so ich denke, nein, das ist eine gute Erinnerung. Diese Fotos, die muss ich unbedingt aufheben. Oder was auch immer es ist, so für dich. Ich meine, was brauchen wir hier wirklich? Was denke ich, was es mir noch gibt, wenn ich das vielleicht in 2 Jahren wieder in die Hand nehme? Und es geht gar nicht um diesen Gegenstand, sondern es geht so darum, das ist genau das, wie unser, also wo man so gut daran erkennen kann, wie mein Denksystem hier funktioniert. So wie ich mich damit auseinandersetze, wo will ich was loslassen oder nicht? Was gehen da für Gedanken in meinem Kopf vor? Das ist nämlich immer ganz spannend zu beobachten. Weil das ist das Gleiche, was wir mit unseren Gedanken tun. Genauso wie ich hadere, Sachen wegzuschmeißen oder wegzugeben oder zu verkaufen oder was auch immer. Genauso bin ich mit meinen Gedanken, gehe ich mit meinen Gedanken um, die loszulassen. Vielleicht nicht so bewusst. Aber auf jeden Fall ist es immer wieder gut, mich zu erinnern, okay, wenn ich, also es braucht einfach irgendwie meine Bereitschaft, Gedanken loszulassen. Und da ist die heutige Lektion einfach total hilfreich. Echter tiefer bereit zu sein, dass mir das der Heilige Geist gerade nochmal erklärt oder zeigt, dass es wirklich für mich erfahrbar wird, dass ich all das, jedes Detail, was ich hier sehe, ich gemacht habe. Das ist echt schwer, teilweise ist das super schwer vorstellbar, oder? Aber es ist wie so ein Abenteuer zu sehen. Und das ist für mich das gerade so das Gleiche wie dieses Üben, irgendwie echt nicht zu urteilen. Oder einfach dem so schneller auf die Schliche zu kommen und zu sagen, okay, ich übe das jetzt gerade mal spielerisch. So, und auch da mich wieder zu erinnern, okay, der Heilige Geist braucht echt einen glücklichen Schüler, weil ich ansonsten nicht bereit bin zu lernen und nicht bereit bin, Dinge loszulassen. So, und dann wird es so anstrengend und schwierig und so. Deswegen hilft es häufig so, das so, also ja, spielerisch ranzugehen. Neugierig zu sein. Sagen, yippie, ich kann hier was Neues lernen. Der Heilige Geist geht hier mit mir. Jesus geht hier mit mir. Und zeigt mir das genauso, wie ich das verstehen kann.
Und dann geht es so mit Freude und Leichtigkeit. Und ich nehme das hier auch alles nicht so ernst. So, es ist leichter, irgendwie das auch zu verstehen, wenn ich, ja, wenn, das ist ja immer diese Identifikation mit meinen Gedanken oder mit, egal was es hier betrifft, so meine Persönlichkeit, meine Gedanken, das ist ja immer nur schmerzhaft, was loszulassen. Oder wenn uns das scheinbar wie entrissen wird, weil ich denke, ich bin das. Und jetzt wird mir irgendwie ein Körperteil rausgerissen oder mein Herz. So. Ja, echt. Ja, und da drin echt so bereit zu sein, mich hinzugeben, demütig zu sein, bereit zu sein, nicht recht haben zu wollen. Ich echt die letzten 2 Wochen eine coole, coole Situation dafür, nochmal so zu erkennen, dass es irgendwie dass es hier echt nicht um Recht haben geht, sondern zu erkennen und immer wieder bereit zu sein, dass ich ja nicht weiß, ob ich Recht habe oder nicht. So. Also auf jeden Fall es in Frage zu stellen, ist immer irgendwie ein guter Standpunkt. Es mir zeigen zu lassen, aber auch da muss ich diesen Platz leerräumen. Da muss ich wie so diesen Schritt zurücktreten, damit hier der Heilige Geist mir das erklärt. Weil er ist ja immer da. Es ist ja nur, es braucht ja einfach nur meine, es ist ja alles schon gegeben. Es braucht ja immer nur meine Bereitschaft, irgendwie meinen Geist berichtigen zu lassen. Und wenn ich dann so, aber so das Gefühl habe, okay, irgendwie, keine Ahnung, wie das jetzt hier gerade geht. Und es ist gerade alles doof und ich verstehe es nicht und ich will es gern verstehen und ich leide hier aber gerade noch und ich bin traurig und wütend und ärgerlich und okay, dann sei für einen Moment ärgerlich und wütend und traurig. Also das, was das Ego uns dann irgendwie gerne weiß machen will, also mir geht es irgendwie ganz häufig so, wo ich merke, so mein Ego fängt dann an, nein, du bist ja nicht traurig, nein, es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles okay. So wieso dieses naja, du musst jetzt stark sein, aber es kommt aus so einem schrägen Raum von ja, nicht fühlen wollen, was dissoziieren. Und auch wenn der Kurs gar nicht so viel davon spricht, wie so durch Gefühle durchzugehen, spricht er aber zumindest davon, dass es darum geht, sanft mit uns und liebevoll zu sein. Weil das ist ja das, was wir sind, was Gott ist. Und auch da, wo er, also auch das ist irgendwie ja immer wieder beschrieben. Es geht hier echt
wenn, also besonders wenn es um diesen Geisteswandel geht, dass es immer ein sanftes Vorgehen ist sozusagen. Meistens. Also, das kann man ja irgendwie schlecht pauschal sagen, so, weil das hat ja auch so mit unseren individuellen Vorstellungen wiederum zu tun, die der Heilige Geist hier nutzt. Also er spricht immer von Sanftmut, von einfühlsam sein, von liebevoll sein. So, und dann kann es durchaus eine Unterstützung sein, wenn ich bemerke, irgendwie, ich bin gerade echt schlecht drauf und ich krieg's gerade nicht hin, was ja auch irgendwie nicht der Weg ist. Also wir kriegen es ja auch alleine irgendwie nie hin. Wieso mich zu erinnern und da vielleicht anzusetzen, zu schauen, okay, was tut mir gerade gut? Mache ich mir einen heißen Tee? Mache ich mir mal eine Wärmflasche? Sorge ich einfach gerade gut für mich? Aus diesem Raum von, okay, ich erinnere mich, weil es hier einfach nur das ist, wie mein Vater für mich sorgt, wie meine wie vielleicht meine Mutter für mich sorgen würde. Und ja, da so wie so zurück in die Selbstliebe zu gehen, mich zu erinnern, dass ich wieso das wert bin. Und kennst du das, wenn ich so so diese Motivation ist, für jemand anderen zu tun, ist die Motivation viel höher manchmal, als es für mich selber zu tun. Also jemand anderen einen Tee zu machen, ist wie so einfacher manchmal, als zu sagen, also ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, ne? Das kann irgendwie, das ist ja echt austauschbar. Aber auch da, wenn der Kurs davon redet, so, ich bin der Erlöser der Welt und ich mache das nicht nur für mich alleine, dann ist wieso die Motivation viel größer. Kennt ihr das? Weil ich weiß, ich mache das nicht nur für mich. Ich war irgendwie ganz spannend. Und ich wollte mal noch mit euch ein bisschen lesen. Kapitel 22. Mal gucken, weil ich gerade in der Originaledition bin. Aber es ist in der Grotto-Version. Kapitel, unter Kapitel 6, das Licht der heiligen Beziehung. Und zwar ist das, ich gucke gerade.
Ah, hier. Okay, Seite 482, wer mitlesen mag. Abschnitt, was ist das? Abschnitt, der zweite Abschnitt ist das. Seite 482. Und ich lese jetzt in der Originaledition. So, ein bisschen anders formuliert. Ich finde das irgendwie gerade auch mal viel verständlicher. Also hier interessanterweise ist das, heißt das auch, das Unterkapitel ein bisschen anders. Das heißt die Freiheit und der Heilige Geist. Lasst euch keineswegs von Gedanken beunruhigen, wie er die Rolle von Mittel und Zweck so leicht vertauschen kann, in dem, was Gott liebt und von dem er möchte, dass es ewig frei sei. Seid vielmehr dankbar, dass ihr das Mittel sein könnt, um seinem Zweck zu dienen. Das ist der einzige Dienst, der zur Freiheit führt. Um diesem Zweck zu dienen, muss der Körper als sündenlos gesehen werden, weil Sündenlosigkeit das Ziel ist. Der Mangel an Widerspruch macht den sanften Übergang vom Mittel zum Zweck so leicht, wie es der Wechsel von Hass zur Dankbarkeit vor Augen ist, die vergeben. Ihr werdet voneinander geheiligt werden, wobei ihr eure Körper nur benutzen werdet, um dem Sündenlosen zu dienen. Und ihr werdet das Unmögliche hassen können, was dem dient, das ihr heilen möchtet. Entschuldigung nochmal. Ich habe jetzt gerade gedacht, hä, irgendwie kann das nicht stimmen. Und ihr werdet das unmöglich hassen können, was dem dient, das ihr heilen möchtet. So. Also, es ist echt, ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was hier richtig und was falsch ist, wofür er irgendwas verwendet, so, welche Rolle er will, dass ich hier einnehme. So, außer dass ich weiß, okay, das Ziel ist festgesetzt. Es geht um Erlösung, es geht darum, dass wir erkennen, dass wir sündenlos sind, die Sünde für uns anzunehmen, zu vergeben. Wobei das ist dann schon wieder der Weg dahin. Aber so, ich weiß ja nicht, wie er hier mich nutzen will, wie er, also wieso das für uns alle hier was hier das Beste für uns alle ist. Habe ich ja echt keine Ahnung, weil ich ja einfach nur meine subjektive Wahrnehmung habe. Dorothea? Ja. Steht es bei uns im Kurs oder ist das in einer Originalversion Ich bin in oder der Originalversion, aber das steht auch im Kurs, ja, Seite wo? An welcher Stelle? 200, Hat 482. gesagt, das ist die heilige Beziehung, gell? Die Erlösung und die heilige Beziehung, Kapitel Die Erlösung, 22. die heilige Beziehung. Seite 400. Abschnitt 2, 482. Alles klar. Zweiter Abschnitt, Absatz. Also ich lese gerade in der Originaledition, deswegen kann sein, dass das ein bisschen anders ist. Das ist interessant, weil er hier spricht er immer eher von euch. In der Goethe-Version spricht er eher von Ja, das ist mir aufgefallen, genau. du. Ja.
Seid vielmehr dankbar, dass ihr das Mittel sein könnt, um seinem Zweck zu dienen. Das ist der einzige Dienst, der zur Freiheit führt. So, also lasst das echt noch mal so wirken. Auch hier echt noch mal bereit zu sein, okay, ich will echt loslassen, dass ich denke, dass ich wissen kann oder dass ich weiß, was hier gut für mich ist, geschweige denn für jemand anderen. Wir sind ja irgendwie so krass immer wieder, also sogar gut da drin, Schmerz und Freude oder zu verwechseln. Und irgendwann erkennen wir das so mehr und mehr, was irgendwie echt gut ist. Und trotzdem ist es ja so, ich weiß ja hier nicht, was richtig und was falsch ist. Ich weiß noch nicht mal, was, was weil ich ständig damit, weil ich sogar Schmerz und Freude miteinander verwechsle. Und er, der Heilige Geist, wird uns ja immer zeigen. Er wird uns ja immer zur Liebe führen und zur Freiheit und zu Freude und irgendwie die beste Variante. Aufzeigen. So, kennt ihr die Erfahrung, wenn ich habe irgendwie so eine Idee von, wie es gut sein könnte, und wenn ich es dann aber echt nochmal bereit bin loszulassen, dann zeigt mir der Heilige Geist immer eine Variante, die ich mir so hätte nie vorstellen können und die viel besser ist als meine eigene. Und das ist richtig cool. Das macht so Spaß. Das ist so eine Freude. Auch zu sagen, ich meine, okay, so, okay, ich habe jetzt die Idee, dass es so und so läuft. Oder ich hatte jetzt heute den und den Plan. So, okay, ich bin jetzt bereit, auch wenn ich denke, immer noch, wenn ich denke, dass das gut ist, dass das gut sein mag, so. Zu sagen, okay, ne, ich gebe das, ich lasse es jetzt trotzdem gerade noch mal los und leg das in deine Hände. Und dann schau mal, was passiert. Das ist nämlich echt spannend. So, weil er hat ja die komplette Sicht. Wir haben die ja nicht. Wir haben ja echt nur unsere total begrenzte Sicht und denken, wir sehen hier mit diesen Augen. Und auch das steht ja hier im Kurs. Wir können überhaupt nichts sehen mit unseren Körperaugen. Geht gar nicht. Das sind alles nur Illusionen. So, also kann ich auch da nur entscheiden und sagen, okay, ich sehe durch dich, bereit zu sein. Ich sehe, ich will durch den Heiligen Geist sehen. Und ich will nicht auf Körper schauen. Und auch dafür, wie es hier steht, um diesem Zweck zu dienen, muss der Körper als sündenlos gesehen werden, weil Sündenlosigkeit das Ziel ist.
Und der nächste Absatz. Diese heilige Beziehung, lieblich in ihrer Unschuld, mächtig in ihrer Stärke und in einem Licht erstrahlend, das viel heller als die Sonne ist, die den Himmel erhellt, den ihr seht, wurde von eurem Vater als Mittel für seinen eigenen Plan erwählt. Seid dankbar, dass sie eurem gar nicht dient. Nichts, was ihr anvertraut wird, kann missbraucht werden und nichts, was ihr gegeben wird, wird ungenutzt bleiben. Diese heilige Beziehung hat die Macht, jeden Schmerz zu heilen, ungeachtet seiner Form. Für sich alleine kann keiner von euch überhaupt dienen. Nur in eurem gemeinsamen Willen liegt Heilung. Denn hier ist eure Heilung und hier werdet ihr die Versöhnung akzeptieren. Und mit eurer Heilung ist die Sohnschaft geheilt, weil eure Willen verbunden sind. Also Mehrzahl von Wille. So, also ich meine, er spricht ja jetzt hier eigentlich von, ich habe jetzt nicht von Anfang an gelesen, aber es geht ja hier darum, echt eine heilige Beziehung zu führen, zu erfahren. So, wo wir geheilt werden können. Und genau dafür braucht es ja das, wovon ich sprach, irgendwie ich muss mich echt frei machen, bereit zu sein, dass er mich berichtigt in meinem Denken. So wie ich Dinge sehe. Und da kann ich sicher sein, dass ich, solange ich hier noch irgendwie diese Welt sehe, dass da noch Dinge zu berichtigen sind, sozusagen. So, und den Plan und er weiß, was hier irgendwie gut ist, was ich nicht weiß. Also kann ich froh sein, dass mein Plan gar nicht funktionieren kann. Also, weil das ist ja wirklich, das ist ja die Freiheit, so, die wir haben in vielerlei Hinsicht letztendlich. Es ist so, klar bin ich frei, einmal zu entscheiden, was ich will, was ich hier erfahren will, so. Aber ich bin auch total frei darin, dass ich es gar nicht wissen muss. Und ich finde, das ist ja eigentlich die wahre Freiheit, die es mir ermöglicht, also oder die mich wirklich frei macht in Bezug auf, ich muss es nicht wissen. Okay, ich kann es sowieso nicht wissen. Aber ich bin einfach total geführt, weil auch wenn ich die Anstrengung hier aufbringe, es wissen zu müssen oder zu denken, ich könnte es überhaupt, kann ich alles loslassen, weil der Heilige Geist irgendwie eine viel bessere Sichtweise hat oder was heißt besser, stimmt noch nicht mal. Er hat den Überblick, den ich einfach nicht habe. So. Also brauche ich das alles, kann ich das alles loslassen und mich einfach nur führen lassen? Ich brauche keinen Plan. Ich brauche keine Idee darüber haben, wo mein Geld für nächsten Monat herkommt. Also jetzt mal, ne? So. Klar und deutlich, gesprochen. Weil ich ja immer noch denke, dass ich hier, dass ich den Regeln der Welt folgen muss. So, und es wirkt ja einfach auch total real. Ja, und er nutzt alles. Das steht ja hier.
Und die heilige Beziehung hat die Macht, jeden Schmerz zu heilen, ungeachtet seiner Form. So, also ich kann echt nochmal tiefer mich reinfallen lassen in, ich kann echt vertrauen, ich kann echt vertrauen. Ich muss nicht wissen, wie es geht, ich darf vertrauen, ich darf mich hingeben und nochmal echt loslassen von den Ideen, wie ich denke, dass es funktioniert, dass es läuft, dass es sein muss, die Form, die ich hier, von der ich denke, dass irgendwie die richtige ist. Kann ich alles loslassen? Und ich lege dir echt ans Herz, diese Lektion von heute nochmal echt, um da um eine Erfahrung zu bitten. Da steht nicht umsonst, das ist der, wie steht das da? Das ist der Weg zur Erlösung oder der Grundgedanke der Erlösung. Ich meine, das kannst du mit jeder Lektion machen, letztendlich so. Im Kurs steht, dass jede Lektion, wenn du sie vollständig so machen würdest, oder vollständig glauben würdest, bist du erlöst. Es geht theoretisch mit jeder, auch praktisch mit jeder Lektion. Aber hier hast du gerade noch mal echt die Gelegenheit, dir zeigen zu lassen vom Heiligen Geist, wo hier die Verwirrung ist. Und das heilen zu lassen. Weiter unten steht. Kann es etwas anderes als ein universeller Segen sein, das zu betrachten, was euer Vater mit Barmherzigkeit liebt? Die Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen Geistes. Überlasst das ihm. Kümmert euch nur darum, ihm das zu geben, was ausgedehnt werden kann. Es ist echt, ich meine, irgendwie ist es doch krass, dass gar nicht so viel verlangt wird von uns, wo, von dem wir irgendwie, oder wo wir das immer denken oder was so das Ego da draus macht. Klar, das Ego ist da drin total bedroht, deswegen macht es so ein Riesending da draus. Aber eigentlich ist das, was hier unsere Funktion ist, nicht wirklich schwer, weil wir ja eigentlich gar nicht wirklich irgendwas tun müssen. So, es braucht echt nur okay, ich gebe mich hin. Ich bin bereit, dass es mir neu gezeigt wird. Ja, okay, ich muss für einen Moment bereit sein, hier loszulassen. Aber ich bin ja da drin immer geführt, irgendwie. Der Heilige Geist, Jesus reichen uns die ganze Zeit die Hand. Und wir sehen es nur nicht, weil wir es nicht sehen wollen. Weil wir immer noch denken, es gibt irgendwie noch was viel Besseres als das. So, und es ist immer wieder spannend, weil wenn es mir dann schlecht geht, ist, dann frage ich wieder nach. Aber solange es hier irgendwie einigermaßen funktioniert, ja, ich kann ja meinen Plan hier weiter folgen. So.
Und das ist so dieses Vertiefen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen sozusagen, dass ich so, je mehr ich mich öffne, auch wenn ich meinen eigenen Plan habe, er mir eigentlich zeigt, dass seine Idee immer, immer, immer tausendmal, unzählige Male besser ist als den ich mir hier ausgemalt habe und wo ich dann vielleicht noch total viel Energie reingesteckt habe, damit er überhaupt irgendwie einigermaßen zustande kommt, so. Weil unser Geist einfach noch viel zu verworren ist, häufig. Als dass ich überhaupt wissen könnte, was hier gut für mich ist. Und da, und ja, ich sage es nochmal, darin liegt eigentlich die Freiheit. Da liegt meine Freiheit, dass ich es nicht wissen muss und dass ich mich einfach fallen lassen kann. Im Grunde ist es nicht schwer. Es ist nur, da so viele Stimmen in meinem Kopf sind. Von denen ich manchmal noch glaube, dass sie richtig sein können. Bewahrt keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern bietet ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Er wird eine jede nehmen und aus ihr eine mächtige Kraft für den Frieden machen. Er wird ihr keinen Segen vorenthalten, noch sie irgendwie begrenzen. Er wird ihr die gesamte Macht hinzufügen, die Gott ihm gab. Und jede kleine Liebesgabe zu einer Quelle der Heilung für jedermann zu machen. Jede kleine Gabe, die ihr dem anderen anbietet, erhält die Welt. Kümmert euch nicht um die Dunkelheit, schaut von ihr weg und zueinander hin und lasst ihn die Dunkelheit zerstreuen, der das Licht kennt und es sanft in jedes stille Lächeln des Glaubens und der Zuversicht legt, mit dem ihr einander segnet. Von eurem Lernen hängt das Wohl der Welt ab. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ah, danke. Also, wenn ihr da noch mal lesen wollt. Ah, wie heißt das jetzt da noch mal? Also, Kapitel 22, die Erlösung und die heilige Beziehung. Seite 482. Oder 481 geht's los. Ich danke. Danke für Frieden und ausgerichtet sein und dass ich es nicht wissen muss, dass da drin unsere Freiheit und unser Frieden liegt und dass wir dafür echt so dankbar sein können.